Hallo und herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute habe ich euch eine Hüfte mitgebracht, Hüftsteak, beziehungsweise eine ganze Hüfte. Und es ist eine Master Edition, heißt die. War aus einem ganz einfachen Grund, weil die ist hier schon auseinander. Die kann man fertig so kaufen, da ist die Sehne schon rausgeschnitten. Finde ich total klasse. Und wir machen heute nur das Filet von der Huft, von der Hüfte. Ja? Schaut euch an. Das ist schön pariert schon, das kann man so, wie es ist, schon verwenden. Mit dem anderen Stück, das machen wir ein anderes Mal, ein anderes Bier. Ich gebe das jetzt mal weiter, dass es in die Kühlung wieder kommt. Und hol gleich mal meine Hüfte her. Schaut her, die ist wirklich pariert. Da läuft die Sehne noch ein bisschen durch, das lassen wir aber. Und man kann da Medaillons schneiden, schöne. Oder wir machen es heute mal im Ganzen. Dazu brauchen wir ein Olivenöl, den Stegpfeffer, man kann auch jeden anderen nehmen. Ich nehme natürlich meinen Wild West Pfeffer, ein Thermometer, ich habe in dem Fall das Grillei und ein scharfes Messer natürlich. Das werden wir jetzt ein bisschen einölen. Das reicht schon. Ich nehme jetzt keinen Pinsel, ich drehe das einfach schön in dem Olivenöl. Es hat schon eine Form, fast wie ein Rinderfilet, aber das ist das Filet von der Hüfte, kann man dazu sagen. Ja, da gibt es wieder welche, die sagen, oh, so kann man es nicht nennen, aber ihr seht auch hier den Faserverlauf. Wir sollten dann die Filets wirklich ein bisschen so schneiden. Seht ihr das? Der läuft so rüber. Also das ist nicht ein gerader Muskel, sondern der läuft leicht schräg. Aber kein Problem. Das Ganze lege ich mal auf dem Riegel, S520 heißt der, mit den Edelstahlgussrosten, und dann geht's schon los. Dann machen wir schönes Branding ringsrum rein, meinen Handschuh ziehe ich aus, den können wir jetzt offen lassen. Eine Grillzange haben wir auch. Machen schönes Branding rein, dann stecken wir unseren Thermometer, wenn wir es hochlegen. Und dann ziehen wir es genau auf 56 Grad und dann sollte das perfekt werden. Ja? Aber ich möchte schon weiter drehen, ein bisschen höher die Temperatur hier, weil er reagiert sehr schnell. Ein bisschen warten. Ich mache nochmal zu. Bis gleich. So, jetzt drehen wir mal weiter. Ganz leicht. Hier ist es ein bisschen angeklebt, das ist aber okay. Und dann rollen wir das auf 14 Uhr, legen es auf 11, auf 14 Uhr auf und rollen es auf 10 Uhr. Und dann ist ringsrum ein schönes Branding. Dann tun wir unseren Pfeffer hier noch drauf und legen es hoch. Ja, bis gleich. Jetzt drehen wir weiter. Herrlich, 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 herrlich. Schaut ja wirklich aus wie eine Lende. Herrlich, schaut euch das Branding an, richtig dunkelbraun, so soll es sein, perfekt. Ach, ich kann es kaum erwarten. Also immer so eine Minute ungefähr und immer ein bisschen weiter drehen, dass es ringsrum schönes Branding hat, das ist wichtig. Und dann legen wir es hoch. Dann lassen wir den Grill offen, dass die Temperatur runtergeht. Optimal wären 120 Grad, wir werden ein bisschen mehr haben. Wenn das einer ganz genau machen will, eben Grill ausschalten, warten bis er 120 Grad hat und dann hochlegen und eine Flamme an, dass er ungefähr die 120 Grad hält. Je geringer die Temperatur im Garraum, umso weniger Saft verliere ich beim Fleisch, und das ist ganz wichtig. Saft ist Zartheit und die soll erhalten bleiben. Ja? Wir wollen es ja richtig Butter haben. Ne? Drehen wir. Ah, oh, herrlich, schaut euch das an, ein Träumle. Ein Träumle, sagen wir da in Franken. Das ist ja wie nah gemalt, kannst du gerade einen Strich gezogen. Muss sogar der Kameramann lachen, ne? Na, freilich. Jetzt können wir hier schon mal mit unserem Stegpfeffer dieses Brett benetzen, da legen wir sie gleich drauf.
Und dann werden wir, schaut gut aus, richtig kräftig, da drehen wir dran drin und legen sie wieder hoch. Gut, jetzt schauen wir mal nach. Jetzt legen wir sie auf, dass die Roste parallel zum Brenning liegen, dann ist man 100% richtig und rollen sie einmal in die Richtung. Da hinten, das ist nur Fleischsaft vom Rind, der Geruch ist enorm. Das Fleisch war übrigens jetzt aus Argentinien eine Hüfte. Wir können ja mal von weiter weg was grillen. Meistens habe ich immer deutsches Rindfleisch, heute mal aus Argentinien. Ja? Jetzt schauen wir nach. Herrlich schaut es aus. Oh, Träumle. Ja? Wenn ihr so ein Branding habt und das dann auf dem Tisch serviert, dann seid ihr immer ganz vorne am Start dabei. Jetzt drehen wir weiter. Es fällt automatisch um, schaut her. Oh, oh, oh. Holy moly, das schaut ja gut aus. Hammermäßig das Branding mit diesen Edelstahlgussrosten. Die sind echt schon der Hammer. Das muss ich sagen. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen weiter drehen und dann reicht schon. Dann könnten wir jetzt schon die Brenner ausmachen hier. Wir machen alle aus bis auf den ganz linken. Und lassen den Grill jetzt auch offen. Das machen wir jetzt nicht mehr zu, dass er ein wenig runterkommt in der Temperatur. Und dann legen wir hoch. Ja? Das reicht schon, denke ich. Jetzt müssen wir schauen, dass es da oben stehen bleibt auf der Spitze. Oder wir halten es kurz. So hin und her, dann ist es komplett durch, das Branding. Das ist also das Wippsteak, heißt das. Ja, passt. Nehmen wir es runter. Oh, bin ich hängen geblieben. Legen es da auf und drehen das da schön. Beziehungsweise wir würzen auch noch ein bisschen nach. In dem Pfeffer ist nicht so viel Salz drin, das wollen wir jetzt auch nicht, das können wir nachher noch drauf geben. Eine schöne Kruste drauf und legen das jetzt vorsichtig hoch. Jetzt holen wir uns den Thermometer noch. Und stecken unseren Fühler schön mittig. Ist schon guter zart, glaube ich. Kerntemperatur haben wir, seht ihr, 17 Grad. 16, es geht jetzt noch ein runter. Den lassen wir stehen hier. Legen das Kabel ordentlich nach außen. Am besten immer da durch. Und wenn der Grill jetzt ein bisschen runtergekühlt ist, dann tun wir den Deckel schließen. Jetzt tue ich hier noch ein bisschen abbürsten. Ein herrlicher Klang. Da hört man gleich, dass es Edelstahl ist. Am Geräusch. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es zum Anschneiden geht, beziehungsweise wenn wir das Stück runterholen. Ja? Bis gleich. Hallo, ich bin zurück. Ihr hört es piepsen. 54 Grad liegen an. Wir holen es jetzt runter und lassen es noch kurz nachruhen. Lassen wir jetzt noch kurz nachruhen für ungefähr 5 Minuten und dann schauen wir, wie sich die Kerntemperatur verhalten hat, ob sie noch leicht hochgeht. Ihr seht, hier ist der Faserverlauf. Das sieht man sehr schön. Also schneiden wir das so an, ja, so rüber. Das brauchen wir noch kurz für 5 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. 5 Minuten haben wir es nachruhen lassen. Unser Grill hat exakte Temperatur gehabt von 130 Grad. Das war perfekt. Der läuft immer noch so weiter. Einen Brenner an und den auch hatte ich angemacht. 100%ig. Was phänomenal ist, es ist wirklich auf 56 Grad hochgezogen. Schaut her. Wir ziehen den Thermometer jetzt.
machen den aus. Okay. Und jetzt geht's schon ans Aufschneiden. Ihr seht die Faser. Ich schneide jetzt wirklich gegen die Faser mal. Oh Gott. Oh. Schaut euch das an. Herrlich, 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 herrlich. Da mache ich ein schönes Stück runter für mich. Lege ich da her. Schaut mal her, wie saftig das ist. Ach Gott, der Träumle. Oh Gott, mein Gott. Wahnsinn. Da geben wir ein bisschen Salz drauf. Der Stegpfeffer dürfte reichen außenrum. Oh. Wasser läuft schon im Mund. Jetzt bin ich echt gespannt. Wirklich butterzart. Unvorstellbar. Schaut euch das an. Hammermäßig war das. Super weich. Butter, muss ich sagen, fast filetartig. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter Zeidler. Butter lag an.